1, hier ist Zeus. Im Gebiet befindet sich ein wichtiges Radarlager für die Kommunikation von Stargazer. Dort werden wir anfangen. Los, ausrücken. Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen AK-reichen Folge Predator Hunting Grounds. Ja, wir haben ja jetzt dieses neue Sturmgewehr hier freigeschaltet. Zum Schluss der letzten Folge, ja, und jetzt spielen wir das zum allerersten Mal. Und ja, dieses neue Sturmgewehr hat zwar ein Funkgerät und setzt den Stimmregler daneben. Die KI macht dann den Rest. Hat zwar einen anderen Namen, also das heißt nicht AK-47 oder so, aber sieht so aus. Und ich denke mal, die Waffe heißt bestimmt nur nicht so, bestimmt aus irgendwelchen rechtmäßigen Gründen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Boah. Oh! Hoi, hoi, hoi! Was ist das denn für ein geiles Gefühl, was die Waffe hat? Oh! Gefällt mir. Das Ding fühlt sich schön brachial an. Ich weiß nicht. Das hat ein verdammt geiles Schussgefühl. So. Wow! Alter, den hat's ja richtig zerruppt. Da ist der Bretter da. Jungs, alle mal in Deckung. Und ich wollte mich auch nochmal an der Stelle bedanken für euren Support, so bei Predator. Vielen von euch gefällt ja sehr gut das Projekt, so hier auf meinem Kanal. Und ja, da einfach mal so danke für euren Support für. So, wir müssen dem Dude dort helfen. Danke. Okay, er hat das schon gemacht. Oh, der Predator. Der ist dort hinten. Und die nächste Folge wird auch wieder eine Predator-Runde. Ja, das sei schon mal so gesagt. Diese Runde sind wir jetzt wieder ein Soldat. Also, diese Folge, sagt man es eher so. Denn diese Folge wird es zwei Runden geben. Also, nach dieser Runde hier wird es nochmal eine geben. 70% Genauigkeit. Das muss reichen. Findet ein offizielles Kommunikationsterminal, um die Nachricht zu senden. Und im nächsten Video werden wir dann wieder auf Jagd gehen. So. Gut, Jungs, lasst uns mal dorthinter gehen zu dem Absender. So, einmal hier ran. Ich muss dann gleich auch mal neue Munition suchen. So, und zack. Er hat den Köder geschluckt. Hier sind die Koordinaten seiner Position. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich vielleicht mal so in den nächsten paar Tagen vielleicht mal ein Video produziere, wo ich vielleicht ein paar Tipps gebe, so für den Predator. Weil mir ist aufgefallen, viele von euch schreiben mir in die Kommentare immer mal wieder, ja, ich spiele voll gut den Predator und so weiter. Und deswegen hat mich das auf die Idee gebracht, dass ich vielleicht so ein paar Tipps, ja, gebe zum Predator. Also ich vielleicht so eine Art kleines Tipps-Video mache, was den Predator betrifft. Das ist er. Erledigt ihn und nehmt seinen Sicherheitstoken. Achtung. Vorsicht, Flashbang! Wo? Oh. Ah, Mist. Zu dem anderen hier schnell. Los, wir müssen uns ein bisschen vereinen. Da oben. Los, Jungs. Geht zum Terminal und gebt das Passwort vom Token ein. Löscht ihn dann aus dem System. Oh, der eine Typ ist schon ganz weit dort vorgerannt. Ich wundere es ehrlich gesagt, dass der Predator ihn nicht angegriffen hat. Weil der Predator hätte mit ihm auf jeden Fall ein perfektes Opfer gehabt, weil er halt ganz alleine war. Nein, nicht den Alarm! Gut. Gut, gut, gut. So, einmal eincremen. So. Fein. Oh, was haben wir denn hier? Ach, nur sowas mit so einer Waffe drin. Okay. Ja, aber wir können uns mal hier dran ein klein wenig heilen. Da spricht ja jetzt nichts dagegen. Munition würde ich aber dann gleich jetzt mal noch ganz gerne suchen. Ja.
Was natürlich perfekt wäre, wenn ein anderer Teammate mal Munition hinlegen würde, da vielleicht die dabei hat. So, ich gehe einmal hier ran. Hä? Warum hat das gerade eben so abgebrochen? Okay, jetzt hat's geklappt. Sieht aus, als wäre seine Abwesenheit aufgefallen. Feinde im Anmarsch. Hier ist eine Sniper. Nein, danke. Ich bleib bei meiner AK. Denn die gefällt mir richtig gut. Aber nächstes Video, dann sind wir wieder im Predator. Ja. Denn am Predator habe ich aktuell richtigen Gefallen dran gefunden. Also ich weiß nicht, macht mir verdammt viel Laune in letzter Zeit, so mit dem unterwegs zu sein. Oh, da hinten braucht einer Hilfe. Ist da einer, wurde außer Gefecht gesetzt? Sieht aus, als hätte sich die Situation verstärkt. Mit dem. Bleibt in Bewegung. Oh, ich höre ihn. Oh, wir müssen den hier retten. Gut, dass du rechtzeitig hier warst. Aua, aua, aua. Jungs, alle Mann hier drin zusammenbleiben. Sagte ich, und dann gang ich eins alleine raus. Ja. So, weg mit dir. Zack. Wenn wir eigentlich hier drin zusammenbleiben, alle Büschen, dann sollten wir das eventuell schaffen, den Predator abzuwerfen. Das ist ein neuer Rekord. Feuerteam Mitglied gefallen. Ich hätte einer, der alleine ist. Komm schon, du hast doch bestimmt was anderes zu tun. Das war's. Keine Spur mehr von ihm. Begebt euch zur Extraktion. Er ist dort drin. Wartet auf den Heli. Okay, jetzt müssen wir nur noch hier wegkommen. Dann hätten wir es geschafft. Jungs, los! Lass uns zusehen, dass wir hier wegkommen. Also da oben, da oben. So. Herr Predator, hallo, ich will hier hoch. Ich werde mit der Schrotflinte hier ein bisschen abfeuern. Okay, er ist dort hinter. Jungs, jetzt los. Ab zur Extraktionsstelle hier. Los, lasst uns abrücken. Lasst uns abrücken. Ich habe euch etwas Hilfe beschafft. Begebt euch zu dem Ort auf der Karte. Ich weiß nicht, wollen wir ihn noch zurückholen? Ein bisschen Unterstützung wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich renne jetzt einfach mal weiter. Oh. Schnell einschmieren, schnell einschmieren, schnell einschmieren. Ich probiere es jetzt, ihn wieder zu holen, alleine hier. Kommt schon. Ich renne da jetzt ganz alleine hin. So, Partner. Ich probiere dich wieder zu holen. Hepp, ich hier hoch. Nein, Mist, hier hat's nicht geklappt. Gut, egal. Egal, egal, egal. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Die beiden anderen sind eh noch weiter hinten zurück. Von daher probiere ich den jetzt hier ganz fix zu retten. So. Einmal hier ran. So, ich hol dich zurück. Bam. So, jetzt hier kurz abwarten. Dauert nicht lange. Dann ist er wieder da. Gut. Geschafft. Jetzt weiter, los. Was war das jetzt? Ich will es nicht wissen. Die Herren hier wollen das vielleicht wissen. Bleibt doch stehen. So. Ich muss auch sagen, an manchen Stellen muss ich noch ein bisschen klarkommen mit dem Sturmgewehr hier. Also mir gefällt es auf jeden Fall von seiner wuchtigen Art und Weise her. Ich muss bloß noch ein bisschen, ja, den Rückstoß lernen. Also ich muss lernen, den noch ein bisschen besser zu kontrollieren. Bei der Waffe hier. Das fällt mir auf jeden Fall auf. So, wir sind hier da. Befehle erhalten. Auf dem Weg. Leuchtfackel gesichtet. Macht
So, ich setze hier einmal was zum Heilen hin, hier so drauf, würde ich sagen. Zack. Ja, die rutschen runter. Mist, die anderen müssen jetzt langsam mal kommen. Wäre gut, wenn die jetzt eintrudeln würden. Gut, da kommen sie. Jungs, alle Mann versammeln. Ja, aber an sich gefällt mir das Gewehr richtig gut. Macht gut Laune. So. Bam. Okay, der Heli fliegt gleich ab. Schnell hier hin. Jungs, wartet auf mich. Schnell, 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 schnell. Und ranhängen, los. Gut, weg hier. Jawohl. Ah, der Predator ist bestimmt traurig. Aber er hat ein hübsches Gesicht. Ich bin beeindruckt, Feuerteam. Jawohl, wieder ein Levelaufstieg. Sehr schön. Bei 34 haben wir dann sogar für unseren Predator diese Bärenfallen. Ja, war eine coole Runde. Gut, dann springen wir mal in die nächste Runde rein. Let's go. So, da wären wir jetzt auch schon direkt hier in der zweiten Runde. Diesmal auch auf einer anderen Karte. Ja. Erstmal eincremen. So. Platziert die Sprengladungen und zerstört die Tür. Gut, und jetzt haben wir jetzt A8, dass wir direkt eine Sprengladung anbringen. Weg mit dem dort. Oh, der Predator ist auch direkt hier. Gut, einer platziert schon. Ich mach mal hier den Alarm aus. So, zack. Euer Team Feinde unterwegs. Schaltet sie aus. Einmal hier hoch. Das hier mitnehmen. So. Drüben ist auch noch was. Ah, Mist. Da muss ich nochmal springen, ganz kurz. Mit etwas mehr Anlauf. So, hepp. Sehr schön. Nein, weg mit dir. So, nachladen. Schrotflinte in die Hand. Die Tür ist gleich offen. Nicht mal lange. Dann hätten wir das ja auch geschafft. So. Da hinten kommt auch nochmal einer. Ziel ist erledigt. Erfolgt alles, was geht, damit sie es verstehen. Niemand legt sich mit uns an. Einmal alles eintüten hier. Zerstört die Server, wenn es ihnen eine Lektion sein soll. Moment, ich nehme die Schrotflinte dafür. Wir haben die Daten analysiert. Im Netzwerk von Stargazer existiert ein Admin-Schlüssel mit jeder Menge hochrangiger Berechtigungen. Ich schicke euch zu einem anderen Lager. Uns ist da eine Idee gekommen. Oh, der Bräder. Da ist er! Da ist er, da ist er, da ist er! Kollege, pass auf! Haltet auf ihn drauf, na los! Haltet doch auf ihn drauf, Kollegen! Oh mein Gott! Los, feuert auf ihn weiter drauf! Hilfe, irgendjemand! Danke. Ich kann selbst aufstehen. Ja, ja, ja. Danke, danke, danke. Vielen Dank für die Hilfe.
So, einer hat erste Hilfe hier hingelegt. Eigentlich wollte ich das gerade machen, aber okay. Gut. Der Bretter hat sich jetzt auch wieder geheilt. Das heißt, er hat eine Spritze schon mal verbraucht. Das heißt, er hat nur noch eine. Und wenn, dann hat er nach der nur noch einmal so eine, ja, Notfallspritze nächstes Mal. Also, ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Ja? Ich nenne es jetzt einfach mal Notfallspritze. Spritzt das mal von uns hier rein, so. Jungs, bleibt zusammen. Alle Mann zusammenbleiben. Haltet auf ihn drauf. Immer schön draufhalten. Jawohl, der Predator ist kritisch verletzt. Ja. Okay, dem wird schon geholfen. Gut. Teamkameraden, nehmt euch mal das. Ja, halt euch. Halt euch mal hier schön dran. So, den Predator sollten wir jetzt eigentlich nochmal schreien hören gleich. Hab euch extra Munition mitgebracht. Extra Munition hat einer hingehauen. Wo denn das? Ah, hier. Danke. Danke, danke, danke. So, jetzt müssen wir das Helipad erreichen. Los, Jungs. Und auch mal noch eine kleine Information am Rande, Leute. Und zwar wird die nächsten Tage auch noch ein neues Spiel hier auf meinem Kanal kommen. Naja, neues. Gib mir Zugriff zum Terminal. Ich will was ausprobieren. Nun nicht unbedingt. Ich sag mal so, es ist ein neues Projekt. Aber ein älteres Spiel, und zwar ist das ein Spiel von früher, was ich, wo ich noch sehr jung war, ganz gerne gespielt habe. Ja, das war ein Spiel, das, ja, habe ich halt wirklich vor vielen, vielen Jahren, das ist über 10 Jahre her, habe ich das gespielt. Das wollte ich unbedingt let's playen. Ja, wir haben Zugriff auf fast alles. Jetzt brauche ich Zugang zum Setcom. Aber ich erwarte natürlich auch noch im Mai einige andere neue Spiele, die komplett neu rauskommen. Zum Beispiel Maneater und noch zwei andere Spiele. Der Alarm wurde ausgelöst. Achtung, Voodoo 1. Feinde im Anmarsch. Wahrscheinlich noch zwei weitere. Also ich kann es mal so sagen, jetzt im Mai auf jeden Fall könnt ihr davon ausgehen von 4 Let's Play Projekten. Ja? Davon 2 komplett neue Spiele und 2 ältere Spiele. Vielleicht aber auch nur 2 neue und ein älteres. Oder andersrum. Das weiß ich noch nicht. Sicherheitsmaßnahmen haben den Strom abgestellt. Startet den Generator. Na also, komm her. Haltet die Stellung bis zum Schluss. Und alle anderen Spiele laufen natürlich wie gewohnt weiter auf dem Kanal. Also Predator, Stranded Deep, Hunt Showdown, nur mal wieder nebenbei, Forest. So. Ja, erledigen jetzt mal ein bisschen hier KI-Gegner. Noch ein bisschen was an EP zu sammeln. Oh nein, der Countdown ist unterbrochen. Wir müssen das wieder starten. Wir müssen das unbedingt jetzt wieder starten hier. Oh, der Predator, 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 Predator. Jungs! Der Predator! Oh doch, ich weiß, was da draußen lauert. Ich weiß es sehr. Komm schon, ich rette dich. Oh, der Predator kommt, der Predator kommt. Ah, ich zieh's durch. Aber dafür bist du mir was schuldig. Dafür musst du mir helfen. Kollege, renn nicht weg! Du bist mir was schuldig! Ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte es nicht tun sollen. Hilf mir! Hilfe!
Bitte. Ach gut. Bleib ein Kollege. Achtung. Gut, Spritze rein. Wir beiden sind die letzten. Oh, nein. Ich wollte über das Ding drüber klettern. Ah. Schade. Schade, ich glaube, ich hätte das vorhin vielleicht nicht machen sollen mit dem Retten. Vielleicht war das ein Fehler. Aber nun gut. Der eine lebt noch. Der hat eine Verstärkungsmission in ein paar Sekunden. Also er könnte uns noch wiederholen. Sagen wir es mal so. Er könnte noch die anderen wiederholen. Mal sehen, wie weit der Dude hier noch kommt. Ja, nicht immer kann es halt so gut laufen. Ja. Aber ja, um nochmal zu den neuen Projekten diesen Monat zu kommen. Hauptprojekte für diesen Monat. Mein Spiel von früher, was ich da gespielt habe. Maneater. Und noch ein anderes neues Spiel, was Ende des Monats rauskommt. Wozu ich aber auch noch nicht viel sagen möchte. So, Verstärkung ist unterwegs. Er musste jetzt nur überleben. Gut, er hat es geschafft. Ja. Guten Tag. Los, Jungs, lasst uns den Predator jetzt platt machen. Weil nochmal heilen, glaube ich, kann das ich nicht. Nochmal heilen kann das ich, glaube ich, bestimmt nicht. Komm schon. Ich hole dich schnell wieder. So, du bist zurück. Jedenfalls nicht heute. So, einmal hier Heilung nochmal hinsetzen. Dem dort. Gebiet gesichert. So, und wir müssen dann eigentlich jetzt nur zum Extraktionspunkt. Das einmal dahinter. Und lass uns weiterlaufen. Okay, ich habe den Predator anscheinend getroffen damit. Ich habe nämlich EP bekommen hier. Sehr gut. So. Los, Lungs. Los, los, los. Halt. Ah, nein. Okay, ich dachte, dort war noch was zu mitnehmen. Ja, wir müssen in die Richtung dort. Ich würde sagen, wir cremen uns mal ein. Moment. Hier kann ich mich eincremen. So. Zack. Die schöne Schmiere ist im Gesicht. Und da drin ist noch was zu mitnehmen. Gut. Denn ich will halt jetzt immer auch probieren, so viel EP wie möglich aus einer Runde rauszukriegen. Einfach, ja, um schnell zu leveln. Weil ich euch halt auch ganz gerne diese ganzen anderen Sachen zeigen möchte, vorstellen möchte halt. Die neuen Waffen, die Fähigkeiten, so Fischen und so. Und hier ist Predator Blut. Er war hier. Dort vorne ist die Extraktionsstelle. Hier müssen wir jetzt nur noch überleben. Lasst uns in die kleine Hütte reingehen. So. Hier einmal Heilung oben drauf. Heli unterwegs. Die Feinde versuchen zu fliehen. Jo. Heilung ist so durchgeflogen. Kommt man da trotzdem irgendwie ran, wenn man hier die Taste gedrückt hält? Nein, sieht nicht danach aus. Aber hier ist Heilung. Oder ist das vielleicht sogar meine? Dass die einfach hier hinten hingeblockt ist? Ich weiß nicht. Egal. Wir stellen sie jetzt einfach doch mit hier raus. Wir probieren es jetzt hier als Team einfach raus. Wir schaffen alle. Alle gemeinsam. Schön.
schön zusammenhalten hier. Der Predator kommt. Top-Landgranaten raus. Spritze kurz rein. Predator außer Gefecht. Explosionsradius. Jungs, lasst uns abhauen, los! Das Ding muss jetzt schnell werden hier. Ich würde probieren, mit dem Seil abzuhauen. Schnell! Ihr habt 30 Sekunden. Schnell! Hoch da, hoch da, hoch da! Jawohl! Oh, der eine, der schafft's nicht, oder? Mann. Feuerteam, habe euer Signal verloren. Bitte melden, Feuerteam. Der eine hat's nicht geschafft. Der eine ist in die Luft geflogen. Wir anderen haben es weggeschafft. Mission erfolgreich, Feuerteam. Vergesst niemals das Opfer derer, die heute gefallen sind. Jawohl, Level 34. Ja, Visiere und so weiter auch noch hier freigeschaltet für das Sturmgewehr. Sehr, sehr geil. Ja, sehr, sehr geil. EP, gut verdient hier was. Gut, dann würde ich sagen, ja, nächste Folge, dann haben wir die Bärenfalle. So wie es aussieht für unseren geliebten Predator. Ja, da bin ich schon gespannt, darauf damit mal ein bisschen so rumzuprobieren. Muss ich mich aber auch erstmal wieder dran gewöhnen, weil das halt auch wieder ein neues Element so mit dazu ist. Ja. Wir gehen mal ganz kurz hier rein. Okay, es ladet gerade kurz. Es ladet gerade kurz ein wenig. So. Eieiei, wie schnell hat es denn das Sturmgewehr hier gelevelt? Moment mal, ich muss mal schauen. Sturmgewehr. AR-W, Level 5. Wir haben gerade mal 2 Runden mit der gespielt. Ordentlich. Verdammt ordentlich auf jeden Fall. Ja, wir packen mal einen Leuchtpunkt drauf. Obwohl ich auch sagen muss, ich bin eigentlich zufrieden mit dem Visier, was das so als standardmäßig das Teil hat. So. Zack. Und dann packen wir mal hier noch eine Tarnung vielleicht drauf. Designs. Haben wir wieder unten was Interessantes? Ja, ich wollte jetzt eigentlich nichts kaufen. Nein. Das hier sieht cool aus. Das gefällt mir. Mal sehen. Warten wir vielleicht, bis wir es einfach mal aus einer Kiste kriegen. So, mein geliebter Predator. Bei dir schauen wir jetzt nochmal nach. Wie viele solche Dinger hat hier die Bärenfalle? Ah, 5. Das gefällt mir gar nicht. Also Bewegungssensor sehe ich jetzt schon, wird mir besser gefallen. Bärenfalle werde ich dann einfach mal bei der zweiten eigenen Bewaffnung ausrüsten. Obwohl, ja, wir können das ja einfach mal hier ausrüsten. Nächste Folge testen wir die Bärenfalle. Und danach denke ich, werde ich die nicht nochmal mitnehmen, weil ich möchte eigentlich meine Audioköder immer dabei haben, die Medikits auch, und dann würde ich gerne irgendwann noch den Bewegungssensor. Ja. Bärenfalle verbraucht mir dazu ein bisschen zu viel Gewicht. Muss ich an der Stelle sagen. Nun gut, Leute. Ja, das war's an der Stelle wieder Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet oder auch die Runden. Und ja. Lasst einen Daumen nach oben gerne da. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal sind wir wieder als Predator unterwegs. Das war's. Tschüssi.